Liebe Muslime, wir hören viel heute, dass die Leute sagen, die Natur, oder wenn die Natur aufgeregt wird, oder die Natur, als ob was passiert von Katastrophen, als ob das nur von der Natur käme. Und da vergisst man denjenigen, der die Natur erschaffen hat und alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, und das ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Alles, was uns passiert, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, kommt von Allah, subhanahu wa ta'ala. Aber Allah, subhanahu wa ta'ala, tut niemals Schlechtes. Allah tut nur Gutes. In den Taten von Allah, subhanahu wa ta'ala, gibt es absolut Gutes. Es gibt nie Schlechtes oder Böses. Da fragen einige aber, da sagen, okay, wenn alles gut ist, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, wieso gibt es Elend oder gibt es Armut oder gibt es Leute, die sterben und es gibt Leute, es geht ihnen gut und andere, es geht ihnen schlecht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat. Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bestimmt, bevor Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erde und die Menschen erschaffen hat mit 50.000 Jahren. Allah hat alles bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Er weiß alles. Und er hat die Weisheit, subhanahu wa ta'ala, die absolute. Und was du denkst, dass das für dich schlecht ist, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala gut für dich. Und es kann sein, dass du denkst, dass etwas gut für dich ist. Aber am letzten Tag wirst du dafür bestraft, am letzten Tag, weil das schlecht für dich war. Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala und wir wissen es nicht. Aber wenn die Menschen, wal'iyadu billah, Zina, Unzucht begehen und wenn sie Musik zuhören und wenn sie Berauschendes zu sich nehmen, Alkohol trinken oder Drogen nehmen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen. Und diese Strafe kommt in Form von einem Erdbeben oder von Überschwemmung oder von einer Naturkatastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt das. Aber wie ist das? Es gibt doch Kinder, die haben nichts getan. Und es gibt gute Leute unter den Leuten, die auch beteiligt werden, wenn es zu einer Katastrophe käme. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ihr müsst etwas wissen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten, was für die Menschen das Beste ist. Und er kann das entscheiden, subhanahu wa ta'ala. Und er tut niemals Unrecht, subhanahu wa ta'ala. Und wenn das passiert, diese Leute, die gut sind, das ist für sie Prüfung. Und die Leute, die Kufr begangen haben und Schirk begangen haben, die Leute, die sündigen, das ist für sie eine Strafe. Wenn die Leute dann zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das ändern. Das heißt, diese Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, kehrt zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala, zeigt Treue, bittet Allah um Verzeihung, Vergebung, bleibt auf dem richtigen Weg. Einige verstehen das und die kehren reumütig zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala und andere verstehen das nicht. Sie bekommen die Strafe. Aber wenn die Strafe von Allah oder die Prüfung von Allah herabkommt, liebe Muslime, dann ist das allgemein für alle. Zainab bint Jahsh, Ridwanullahi alayha, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat den Propheten gehört. Er sagte, Waylun lil Arab, min sharrin qad iqtarab, weden araban, vor einer Böses, was kommen wird auf sie. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es ist von der Mauer von Ya'juj und Ma'juj so etwas geöffnet. Und er hat gezeigt mit seinen Fingern, salawatu rabbi wa salamu alayhi.
Dann sagte Zainab zum Propheten, oder Zainab sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, anahlaku wa fina salihun, das heißt, werden wir vernichtet oder werden wir bestraft, obwohl es unter uns gute Leute gibt? Der sagte, ja, wenn Al-Khabath viel wird, wenn das Schlechte verbreitet wird, wenn das Böse verbreitet wird. Und Aisha radhiyallahu anha sagte, wenn die Leute dann Alkohol trinken und wenn sie Unzucht begehen und wenn sie Musik zuhören, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie bestrafen, dass sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und als das bebte zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina, der sagt Allah subhanahu wa ta'ala, tadelt euch. Allah subhanahu wa ta'ala gibt euch Zeichen, dass ihr zurückkehrt. Zur Zeit von Umar ibn Khattab gab es ein Zelzal, gab es ein Erdbeben in Medina. Umar sagte, ihr habt etwas Schlechtes gemacht bei Allah. Wenn sich das wiederholt, dann werde ich das und das machen. Und er sagte, ich werde euch verlassen. Deshalb, liebe Muslime, wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind davon überzeugt, dass Allah alles bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala. Und in seiner Bestimmung gibt es nur Gutes bei ihm. Für uns könnte eine Bestimmung nicht gut sein. Aber wenn wir auf Allah vertrauen und wenn wir zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala finden, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns was Besseres geben. Die Leute, die Kinder oder die guten Leute, die gestorben sind oder getötet sind durch eine Überschwemmung oder durch ein Erdbeben, diese Leute, inshallah, sind Shuhada. Sind Shuhada, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn derjenige zum Beispiel unter ein Dach ist oder neben einer Mauer und fällt auf ihn das Dach oder Mauer, dann ist er Shahid. Wenn jemand ertrinkt, dann ist diese Person auch Shahid. Deshalb diese Leute sind Shuhada. Aber wir müssen uns fragen, was ist mit uns? Haben wir daraus gelernt? Haben wir dieses Zeichen verstanden, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren? Oder haben wir es nicht? Und wenn die Strafe kommt, dann ist das für alle allgemein. Und dann werden die Leute am letzten Tag nach ihren Absichten wieder aufstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen abrechnen. Und derjenige, der stirbt, entweder bekommt diese Person Ruhe oder lässt die anderen in Ruhe. Wenn die Person gut war, dann bekommt diese Person Ruhe vom Problem der Dunya und vom Problem der Menschen. Und wenn die Person schlecht war, dann bekommen die anderen Ruhe, die Menschen und die Länder und die Tiere und die Bäume noch und die Pflanzen. Die haben alle dann Ruhe von dieser Person, wenn diese Person schlecht war. Wir haben alle gehört, was passiert mit unseren Muslimen, mit unseren Brüdern, Schwestern, mit unseren Familien. Wir Muslime, wir sind alle eine Familie. Es gibt bei uns nicht aus diesem Land, okay, das mag ich, komme aus diesem Land, kein Problem. Aber wir sind alle eine Familie, wir sind Muslime. Und die Marokkaner oder die Malaysier, die Indonesier oder die Kameruner, die Muslime, Afrika, Asien, Europa, Amerika, egal. Sagst du, la ilallah, du bist mein Bruder, ich bin dein Bruder, wir sind eine Familie. Und diese Leute sind unsere Familien, die sind unsere Brüder, die sind unsere Schwestern. Was mit ihnen passierte in Marokko und in Libyen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Leute von ihnen, die gestorben sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie als Shuhada annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Barmherzigkeit schenken. Wir können ein bisschen Bittgebet für sie machen. Diese Leute, inshallah, die verstorben sind, die sind Shuhada und die haben, inshallah, ihre Ruhe. Aber haben wir was verstanden? Haben wir dieses Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und verstanden? Das war etwas Großes. Innerhalb paar Sekunden, überleg dir, paar Sekunden, Tausende von Menschen sterben. Das ist weit, ja, aber es kann passieren auch bei uns. Es kann passieren jetzt oder in einer Stunde oder morgen oder übermorgen. Hast du dich vorbereitet? Haben wir uns vorbereitet auf den Tod oder auf eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn ja, dann Alhamdulillah. Wenn nicht, dann sind wir die Verlierer.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Brüdern und Schwestern überall Verzeihen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie als Shuhada annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen.